Muss eine gesunde Pizzeria oder ein echt gesundheitsorientierter Arzt dem Kapitalismus pleite gehen? Lassen wir den Geist von Professor Richard Dawkins, dem weltweit wichtigsten Denker mit seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten, und den Geist von Next Scientist for Future und Weltrat sprechen, und Christian Felber mit der Gemeinwohlökonomie, der da noch am anfälligsten wäre für Irrtümer. Ja, ich habe es ja selbst erlebt, in dem Moment, wo ich versucht habe, meine Praxis von Dauerpatientenschaffung umzustellen auf Gesundheitsförderung maximal und Krankheitsverhinderung maximal, hat es sich nicht mehr gerechnet, weil die Kosten viel größer waren als die Einnahmen. Wenn man nicht aus jedem, der durch die Tür macht, einen Dauerpatienten macht, dann geht man automatisch macht man größere Verluste als Gewinne. Warum ist das so? Weil zum Beispiel die Mieten und Kosten für eine Praxis, die Mieten für eine Praxis richten sich nach den anderen konkurrierenden Ärzten, Therapeuten und so weiter. Und wenn die anderen dadurch, dass sie jeden, der durch die Tür kommt, in Dauerpatienten verwandeln, zum Beispiel 2000 Euro Miete für die Praxis zahlen können, dann muss auch jemand, der keine Dauerpatienten erzeugt, auch diese 2000 Euro für diese Praxis bezahlen. Das kann er dann aber nicht mehr erwirtschaften. Das heißt, er macht Verluste. Jetzt könnte man natürlich auf die verrückte Idee kommen, dass das dann irgendwie ein durchgedrehter, ein verrückter Milliardär ja genügend Geld hätte, um dann eine gesundheitsförderliche Pizzeria oder eine gesundheitsorientierte Arztpraxis zu betreiben aus Liebhaberei, obwohl er ständig Verlust macht. Das ist aber, diese Verrücktheit ist absolut unwahrscheinlich, denn die Familien, die Milliardäre geworden sind, sind es ja genau deswegen geworden, weil sie überall akribisch geschaut haben, dass sie bloß nirgends eine Seite des Unternehmens, die Verluste macht, irgendwie weiter betreiben, sondern nur, weil sie überall drauf geachtet haben, dass es immer einen Plusertrag gebracht hat. Nur deswegen sind sie Milliardäre geworden. Und jetzt zu unterstellen, dass doch alle diese Milliardärsfamilien jetzt aus Liebhaberei gesundheitsförderliche Pizzerias und gesundheitsförderliche Praxen betreiben sollen, ist einfach absurd. Ja, die Evolution ist so, wie sie ist. Ja, die, wenn es welche gibt, die dadurch, dass sie Dauerpatienten machen und dass sie krank machen, Billigmüll als Pizza verkaufen, dann setzen die den finanziellen Standard, die setzen das Level dessen, was Vermieter an Miete erwarten, und dieses Geld kann man nur erwirtschaften mit sozusagen indem man billige Dreckpizza herstellt oder indem man die Leute, jeden, der durch die Tür kommt, in einen Dauerpatienten verwandelt, in einen Dauerkunden verwandelt. Anders ist das nicht möglich. Da ist auch so ein Schwachpunkt von Christian Felber, dass er vielleicht auch noch so ein bisschen träumt, dass das möglich sei. Aber das ist nicht möglich. Denn die ganze Propaganda, die diese Pizzeria oder diese Praxis bräuchte, um alle Menschen zu erreichen und klarzumachen, dass doch hier etwas gemacht wird, was für die Menschen besser und gesünder ist. Die Kosten für diese Werbemaßnahmen würden die ganze Praxis erschlagen und weit überfordern. Sie schaffen das nicht. Deswegen gibt es ja unsere Empfehlung der GWÖ-GWO-Kombi, der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi kurz, weil dort der Staat die Kosten übernimmt,
herauszufinden, welche Pizza uns, Ria uns vergiftet und welche Praxis uns krank macht und welche Gesundheit fördert und so weiter. Und der Staat übernimmt die Kosten der Messung und damit wir alle. Und dann kann die Gesundheitspraxis überleben. Aber außerhalb der GWÖ-GWO-Kombi ist das nicht möglich aus naturwissenschaftlicher Sicht. Und hiermit genügend für, aus meiner Sicht beruht das alles auf einem riesigen Bildungsmangel an Wissenschaft. Ja, wer keine Wissenschaft studiert hat, kann auf solche absurden Ideen gerne kommen. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. So, jetzt gehe ich weiter zu den anderen Punkten. Und jetzt muss ich hier oben erst wieder da raus und dann hierhin. Ja, also, ich gehe jetzt auf den nächsten Punkt ein. Gemeinwohlwirtschaftsordnung, hier haben wir es. Da sehen Sie mich nochmal in ein paar verschiedenen Bilderansichten. So. Ich suche ein bestimmtes Bild. Ja, da habe ich es, glaube ich, da habe ich es gefunden. Also noch einmal. Über Generationen haben die Milliardärsfamilien immer darauf geachtet, dass sie ihren vorteilbringenden Irrtümern gefolgt sind, dass sie diese geglaubt haben und Dreckpizza verkauft haben und die Leute krank gemacht haben. Dadurch haben die Krankenhauskonzernfamilien gutes Geld verdient, indem sie jeden, der durch die Tür kam, in einen Dauerpatienten verwandelt haben durch zu viele Operationen und durch Schlamperei, die dann zu Krankenhauszusatzinfektionen führte, was dann wieder neue Abrechnungsmöglichkeiten eröffnete und so weiter. Und die Idee, dass das sich plötzlich rechnen könnte, dass also quasi diese Familien, die alles taten, alle vorteilbringenden Irrtümer beibehalten haben und verteidigt haben gegen die Wahrheiten und Realität, gegen die Realität verteidigt haben um jeden Preis und nur deswegen sind sie Milliardäre geworden, dass jetzt plötzlich diese Familien einen Schwenk machen würden und sagen, nein, wir drehen jetzt völlig um und betreiben Pizzerias und wir betreiben Krankenhäuser und Praxen jetzt so, dass wir immer nur noch Verlust machen, weil wir auf unsere eigenen Kosten Gesundheitsförderung betreiben und dafür fast kein Geld kriegen und dann pleite gehen. Und ja, wir können ja jetzt das einige Jahrzehnte betreiben, bis wir völlig pleite sind. Das passiert nicht in der Evolution. Das sind Traumtänzereien, das sind Fantastereien von Phantasten. Ja? Diese ganzen Leute sind so reich geworden, weil sie genau das Gegenteil gemacht haben und weil sie immer weitermachen in der Verbreitung ihrer vorteilbringenden Irrtümer, die ihnen bares Geld bringen und die sie weiter reich machen. Ja? Oder hat man bei Jeff Bezos gesehen, dass er jetzt anstatt 200 Milliarden, dass er seine 200 Milliarden da verwendet plötzlich ein karitativer Pizzabäcker zu werden und ein karitativer Arztpraxisbetreiber, der jedes Jahr 20 Milliarden verliert, weil er sozusagen dem Markt entgegenhandelt. Tut er nicht, kann er gar nicht, weil er nur Milliardär geworden ist, weil er das Gegenteil ist. Ja, dann geht's hier weiter. Dann auch zu den Wandelgesprächen, also aus naturwissenschaftlicher Sicht. Ganz im Gegensatz zu der Ansicht einiger Teilnehmer sind wir die Verrückten, wir sind die Gehirngewaschenen, nicht die Löwenmänner, nicht die Bonobos, nicht die Gorillas, nicht die Orang-Utans, ja? Das sind die Naturbelassenen, die keinen Tauschhandel kennen, die keine vorteilbringenden Irrtümer kennen, keine Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation. Die sind reinste Natur. Und wenn ein sozusagen, ja, wir Degenerierten lassen es zu, dass die Waffensparten
und die Gesundheitssparten uns ausschlachten, ja, mit vorteilbringenden Irrtümern wie, diese bösen Killerviren und vorteilbringenden Irrtümern, die unsere Immunsysteme schwächen und damit die Geschäftsgrundlagen schaffen, und mit vorteilbringenden Irrtümern, die uns alle aufhetzen, die wir eigentlich pazifistische Tiere waren und sind, aufhetzen zu Kriegslüsternheit und Kriegsbereitschaft und so weiter. Wir sind das Degenerierte, ja? Der Bonobo-Schenker-Kommunismus lässt sowas nicht zu. Wir sind die Manipulierten. Wir sind so manipuliert, dass wir scheiterndes Leben vermehren, während die Bonobos und alle naturnäheren Völker das abtreiben und dafür sorgen, dass es ihre biologischen Gruppen und sie selber nicht schädigt, ja? Aber wir sind motiviert, wir sind manipuliert von den vorteilbringenden Irrtümern der Gesundheitssparten, dazu manipuliert, dass wir bereit sind, für die Lebenserhaltung von scheiterndem Leben Milliarden auszugeben und uns auszubluten für die Profite der Gesundheitssparten, und wir lassen uns eine geisteskranke Medizinethik, vorteilbringende Irrtümer, Medizinethik einreden, dass wir alles Leben um jeden Preis zu retten hätten, auf dass die Taschen der Gesundheitssparten vollgestopft werden können auf unsere Kosten. Nein, Gorillas, Orang-Utans sind reine Natur, und wenn die Orang-Utans eben aufgrund ihres gesunden Egoismus die Männer, die Frauen vergewaltigen, weil da keine schützende Sozietät ist, dann ist das halt so. Das ist reine Natur. Der Gorilla, der Orang-Utan ist nicht ein niederes Wesen, sondern wir sind das niedere Wesen. Wir sind die primitiven, manipulierten, gehirngewaschenen. Der Orang-Utan ist völlig unmanipuliert, wenn er die Frau vergewaltigt, weil es in der Situation die egoistisch rationalste, sinnvollste Strategie ist. Ja, und wenn Gorillas und Löwen Babys töten, ja, also wenn sie irgendeine Rücksicht nehmen würden, ja, wenn sie irgendeine Rücksicht nehmen würden auf die Frauen und Kinder, dann und auf die Art und auf die Gruppe nehmen würden und auf die Menge der Mitglieder, es wurde so gesprochen, bei 8 Milliarden Menschen hat sich doch alles verändert. Nein, es hat sich überhaupt nichts verändert, weil in der jeder Gorilla und jeder Löwe ist programmiert, nicht die Artzahl groß zu halten, dann würde er nämlich die Babys leben lassen, und würde die Rivalen nicht vertreiben, würde die Rivalen nicht töten und würde deren Babys nicht töten, weil dann wäre die Zahl der Kinder, das wäre für die Frauen besser, weil sie dann ihre Babys groß kriegen würden, und es wäre für die Zahl der Löwen insgesamt besser. Und stattdessen töten die Löwenmänner aus egoistischen Gründen die Babys der Rivalen, die sie getötet haben, und reduzieren dadurch die Zahl der Löwen, einfach nur, weil es ihnen nur darum geht und sie sind völlig kerngesund. Und das ist keine niedrige Entwicklungsstufe, sondern ist eine ganz hohe Entwicklungsstufe, weil es sich nicht um gehirngewaschene Psychokrüppel handelt sozusagen, sondern um kerngesunde Lebewesen, die einfach die Babys töten, damit dann die Frauen sie zum Sex auffordern, weil die Frauen wollen dann möglichst schnell wieder Kinder bekommen und sind deswegen gezwungen, die Mörder ihrer Babys zum Sex aufzufordern, und so bekommen dann die Gorillas und die Löwen sofort wieder Babys. Das schadet der Art, aber nutzt dem egoistischen Löwenmann. Ja, und das ist reine Natur, und wir sind nicht
höher stehend, moralisch, ethisch, sondern wir sind die degenerierten Gehirngewaschen, die gegen alle Naturgesetze und Naturprinzipien verstoßen. Wir sind das kranke, degenerierte, das gerade die Erde zerstört. Löwen und Gorillas zerstören nicht die Erde. Wir zerstören die Erde. Wir machen alles kaputt, weil wir verrückt sind, ja? Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, ja? Diese Illusion, dass wir Geisteskranken die höhere Entwicklungsstufe einer Evolution seien, ja, das ist der Wahnsinn, ja, das, ich kann es nur mit Entsetzen formulieren, ja, noch ein paar Sätze. Die Leit-Bonobos, die wichtigsten Bonobos jedes Bonobo-Schenker-kommunistischen, jeder Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehe, ja, die machen das Überlegen des Sinnvollen. Aber die Mitläufer wahrscheinlich nicht, ja. Also die Bonobo-Männer, die fähigsten Bonobo-Männer überlegen, wo sie Verantwortung übernehmen und die Gruppe hinführen auf einen langen Marsch hin, darauf, wo sie verantworten können, dass sie sich sehr sicher sind, dass da tatsächlich ein herrlicher Fruchtbaum reif ist, den sie den Frauen und Kindern schenken können. Die machen das und überlegen das Sinnvolle. Aber die ganzen Mitläufer in der Gruppe, die machen das nicht. Ja? Und der Öffi versucht immer wieder, der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, alle Menschen zu diesen überlegenden Wesen zu machen. Das geht nicht mit Menschenähnlichen. Es geht weder mit Bonobos noch mit Menschen, denn die Masse besteht aus Mitläufern und die bleiben auch Mitläufer und das geht so nicht. Ja? Das heißt, wir können nichts daran ändern, dass wir können nur darum werben, dass die Leute uns verstehen, obwohl wir zu wenige vorteilbringende Irrtümer in unserem Konzept haben und dass die Leute doch uns verstehen und sich dafür entscheiden bei den Wahlen, also quasi wieder an die uns, also wieder quasi die Leitbonobos wählen, ja, und eben nicht die Mitläufer wählen. 8 Milliarden Menschen ändern nichts daran, dass jeder Einzelne gegen sein Aussterben anarbeitet. Sein Aussterben. Dabei spielt gar keine Rolle, ob eine Art kurz vorm Aussterben ist oder ob sie aus 8 Milliarden Individuen besteht. Jeder einzelne Orang-Utan vergewaltigt nicht wegen der Artvermehrung, sondern wegen der Vermehrung der eigenen Gene auf Kosten aller anderen Orang-Utans. Und genauso verhalten sich Löwen und Gorillas, wenn sie die Babys töten und die Rivalen töten, ja? Das ist der Punkt, ja. Ja, und wie gesagt, ich biete ja die Donnerstags-Talkshow 20.15 Uhr an, sollen sich die Leute bei mir melden, da kann man dann weiter talken. So, jetzt bin ich mal gespannt, ich muss hier rausgehen, wieder dahin und dann kann ich hier stoppen.